Tja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Channel of the Week. Ich bin wieder euer Avenger und ja, ich habe heute mal einen ganz anderen Kanal ausgewählt. Ja gut, das letzte Mal war es auch ein Let's Play Kanal, aber die haben sich ganz was anderes ausgedacht. Das sind Minecraft Let's Player. Und um was es sich genau handelt und um wen es sich vor allem genau handelt, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich würde sagen, bis gleich. Haut rein. Kanal heißt nämlich Linkman Reloaded, hier nochmal eingeblendet, und zwar, die haben aus dem Minecraft praktisch eine Story gebaut. Ich habe es speziell noch nicht gesehen in der Form, aber vielleicht ein paar andere von euch, aber wie schon gesagt, ich bin nicht so der Minecraft-Freak. Ich habe damals vom Tauli eine Folge vom Masterbeiler angeguckt, war auch sehr interessant, aber ich speziell, ich werde das Spiel wahrscheinlich niemals spielen. Ich finde es nicht so krass interessant. Ich bin auch nicht so der kreativste Mensch, abgesehen von den Videos, die ich hier mache, das ist ja völlig logisch. Und wie schon gesagt, aber bevor ich jetzt weiter rumlaber, schaut es euch ein bisschen selber an. Wir sehen uns gleich. Also, Film ab. Meine Maschine funktioniert! Ich habe eine Maschine gebaut, mit der ich durch Raum und Zeit reisen kann. Ich komme nicht mehr so schnell nach Hause, ich muss mir eine Zeitmaschine bauen. Das Problem ist, ich habe die Zeitmaschine im Jahr 2060 gebaut. Und wir sind im Jahr 2016. Tja, in dieser Geschichte geht es darum, dass ein Wissenschaftler eine Zeitmaschine gebaut hat und plötzlich irgendwo aufwacht in irgendeiner ihm unbekannten Welt und trifft auf den Herr Herr Spielt. Das ist der Inselbesitzer, der ihn auch ein bisschen rumführt. Und ja, dieser Wissenschaftler versucht dann praktisch wieder in seine Zeit zurückzukommen, weil irgendwas Schreckliches passieren würde. Und ja, das stellt sich aber raus, ist gar nicht so leicht. Ihre Insel zerstört werden. Und zwar von meiner Erfindung. Da müssen Sie was dagegen tun. Und zwar, ich habe mich gestern mit dem Herrn Raffi und dem Herrn Lennart mit der Mafia unterhalten. Ja, ich habe mich gestern mit der Mafia unterhalten. Sie wissen schon, dass sie auch sehr gefährlich sind. Man kann ihnen einfach nicht trauen. Sie haben mich aber sehr freundlich empfangen und ich habe ihnen die Lage geschildert, warum ich hier bin. Zentrale funktioniert. Wie hieß er noch gleich? Als der Wissenschaftler dann bemerkte, dass sie irgendwas nicht ganz geheuer ist, hat er sich mit der Mafia zusammengetan. Und ja, versucht dann praktisch mehr über diese Geschichte herauszufinden. Aber wie schon gesagt, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, guckt euch am besten selber an. Ich finde diesen Kanal sensationell. Wie schon gesagt, ich habe die drei Folgen, die jetzt mittlerweile da schon hochgeladen worden sind, habe ich sowas von in mich reingefressen. Ich habe die wirklich richtig eingesogen. Ich fand das so spannend eigentlich. Und was diesen Kanal wirklich auszeichnet, ist, dass sie diese Story einfach erzählen mit so viel Natürlichkeit, weil sich halt auch ab und zu mal verhaspeln, ineinander sprechen, weil es einfach komplett improvisiert ist. Und ich finde es einfach so natürlich sensationell. Und deswegen habe ich diesen Kanal ausgesucht. Und das ist mein Channel. Sie meinen, Herr Spielt, vielen Dank. Herr Spielt hat ein Buch über den Command-Block geschrieben. Ja, vielleicht gibt es da so viel drüber zu wissen, dass er es sich nicht merken kann. Okay, wissen Sie was, Herr Raffi? Wir machen uns heute Nacht auf die Entdeckung, okay? Wir werden heute Nacht das Buch klauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall Linkman Reloaded nochmal in der Infocard als auch hier unten in der Videobeschreibung noch einmal verlinken. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Mein Channel of the Week gibt's jetzt also auch wieder nächste Woche Mittwoch. Ja, aber vorher gibt's erstmal den Avenger Talk. Der kommt jetzt diesen Sonntag, die Adventsausgabe. Ich habe auf Twitter schon mal was getwittert. Ich habe nämlich mich auf Advent vorbereitet. Wer jetzt schon gespannt ist, was ich gemacht habe, ich kann schon mal vorwegnehmen, es hat was mit einem Aufnahmestudio zu tun. Dann schaut am besten mal bei Twitter rein.
auch unten in der Videobeschreibung. Wer Fragen hat jetzt zum Beispiel, einer hat mich gefragt wegen Banner oder so und Sachen. Alles unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt mich auch per Skype kontaktieren. Ich hatte nämlich auch was gehabt, so ein paar Sachen mit OBS. Da hat einer eine Frage gehabt. Ich habe ihn dann mit Skype praktisch live und in Farbe geholfen, wie man das Problem lösen kann. Wir haben leider noch keine Lösung gefunden. Ich habe mich auch noch nicht weiter damit befasst, weil ich halt echt so viel zu tun habe. Tut mir leid, Inu, Alter, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Mimi 3 Prozesse ist halt nicht so einfach, Aufnahmen zu machen. Aber wie schon gesagt, wir sehen uns am besten entweder beim Let's Play oder spätestens am Sonntag bei dem nächsten Avenger Talk. Ich hoffe, ihr schaut rein. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Und wie schon gesagt, haut rein. Bis dahin, baut keinen Scheiß, bleibt anständig, macht nichts gut, macht's besser. Und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens am Sonntag. Also haut rein, Bros. Bis dahin, euer Avenger. Ich bin raus. Servus.